Letztendlich, ich bin da, um zu zeigen, was für Alternativen man zu proprietärer Software hat, beziehungsweise wie man das tatsächlich angeht. Mein Name ist Michael Krummer, kurz Mike, ich bin ITler, seit ich denken kann, ersten Rechner mit 6 Jahren zum Geburtstag geschenkt gekriegt, erstes Programm mit 6,5 oder so geschrieben. Ich habe es mal, steht sogar, glaube ich, da, ja genau, 6,6 Jahre, kann man ausrechnen. Mein Hintergrund ist, ich komme aus der US-Militärforschung, habe sehr viele Skalierbarkeitsthemen gehabt, sowas wie ROCs Cluster, einer der ersten Distributionen, die man sich vorstellen konnte, die so Richtung Beowulf gingen. Und alles nach dem üblichen Militärterminus von FUBAR, Fucked Up Beyond All Recognition Safe. Also das heißt, wirklich zu schauen, dass wir über Sicherheitscode sprechen, der ja halt nicht so leicht zu hacken ist. In meiner aktuellen Rolle, ich bin Vice President Technology and Architecture. Es gibt einfach nur keine C-Level, also kein CEO, CTO bei uns. Ich bin halt letztendlich CTO, wenn Sie so wollen. Wer mehr wissen will, einfach mal auf meiner Vita nachgucken. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um Microsoft-proprietäre Software. Ich will kurz mal sagen, wer vielleicht ein bisschen aufgepasst hat, das hier ist ein Microsoft Windows 10 Laptop. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe es halt jetzt einfach da drauf, weil wir eben auch ein Softwarehersteller sind, die Microsoft Software auch produzieren. In meiner Rolle muss ich auch ab und zu mal drüber schauen, was die Kollegen so aus der Windows-Welt machen. Also habe ich halt zwangsgedrungen hier ein, aber kommen wir später drauf. Es geht hier explizit nicht um Microsoft-Bashing. Das ist nach meiner Überzeugung nach einer der größten Fehler von Linux- oder Open-Source-Evangelisten. Microsoft ist eine Firma. Diese Firma hat gewisse finanzielle Interessen. Und die wird sie versuchen durchzusetzen, denn dafür hat sie Aktionäre etc. Es ist einfach eine Interessensgruppe. Aber es geht hier nicht um Microsoft per se, als das sind die Bösen. Aber es hat halt schon eine gewisse Stellung, die sie haben, und die nutzen sie schon auch aus. Und darum geht es heute. Also kein Microsoft-Bashing hier. Auch wenn Microsoft sehr stark repräsentiert wird jetzt als Fall, wo proprietäre Software gegen offene Software antritt. Deswegen ein großes Aber. Ja, habe ich ja gesagt, ist ein Windows-Laptop. Ich muss mir scheinbar Software für Windows. Aber wir fangen mal gleich mit einem kleinen Quiz an. Und da fangen wir beim lieben Geld an. Sie dürfen gerne Zahlen in den Raum werfen. Wie viel hat der Deutsche Bund für Microsoft Software die letzten 3 Jahre ausgegeben? Ich spendiere jemanden Free Software Foundation T-Shirt, wenn er jetzt hat. In was? 20 Milliarden. Ah, okay, das ist okay. 150 Millionen. Wie bitte? 150 Millionen. Ah, war gar nicht schlecht. Um die Zahlen mal ganz nackt dastehen zu haben, 165 Millionen Euro in 3 Jahren. Und wir reden hier nur der Bund. Wir reden nicht Kommunen, wir reden nicht Städte, wir reden nicht irgendwelche anderen, wir reden wirklich nur Ministerien und was, wofür der Bund grundsätzlich zuständig ist in der Ausgabe oder im Haushalt. Und diese Zahl von 165 Millionen kann man relativ gut vergleichen. Also 165 Millionen sind ungefähr vergleichbar wie mit dem Haushaltsbudget für Forschung und Entwicklung in einem Jahr. So viel ist rein an Microsoft rausgegangen, nur damit sie Lizenzen haben. Nur damit sie die Berechtigung haben, Microsoft-Produkte nutzen zu dürfen. Und das ist, wo man wirklich sagt, eine 250 Millionen Euro über 5 Jahre hinweg gesehen, weil das ist letztendlich auch bei Heise gelandet. Finde ich auch gut so, weil es dient auch ein bisschen den Transparenzpunkt. Und jetzt müssen Sie sich nur mal vorstellen, stellen Sie sich mal vor, ein Projekt wie LibreOffice Online hätte auf einen Schlag in 3 Jahren 150 Millionen. Das wäre schon ziemlich knackig, was man da alles für Entwickler bezahlen könnte und wie toll die Software sich weiterentwickeln kann. Wir reden hier schließlich von einem Projekt, was nicht in irgendeiner Art und Weise aus einem finanziellen Interesse heraus das Projekt gestartet hat, sondern einfach mit dem Sinn der Freiheit. Dazu komme ich später noch. Auch wenn der Titel hier falsch ist. Es ist aber nicht nur Deutschland der Fall. Investigate Europe, für die ich auch mitgeholfen hatte, auch mehreren Geschichten. Investigate Europe ist wirklich eine tolle Gruppe. Ich kann jedem, der sich freiwillig meldet, beziehungsweise auch auserkoren wird, für die auch gewisse Arbeiten zu machen, kann ich nur empfehlen.
weil sie sind wirklich das, was ich jetzt persönlich zumindest als wirklichen Journalismus sehen würde. Ihnen geht es um Transparenz, ihnen geht es einfach nur um Aufzeigen der Fakten. Hier geht es nicht um irgendwelche Meinungen, hier geht es nicht um irgendwas zu erhaschen oder großartig in den Titelblättern zu sein, hier geht es einfach nur um Darstellung, um Fakten und Transparenz. Und aus diesem Hintergrund heraus gab es eine ARD-Dokumentation, die hatte den Titel Das Microsoft-Dilemma. Und dieses Microsoft-Dilemma, alles, was ich jetzt Ihnen hier sage, wird auch in Teilen, werden Sie das da wiederfinden. Also ich kann Ihnen das sozusagen als Hausaufgabe mitgeben, sehen Sie sich die wirklich an. Wenn Sie sich für freie Software und das Problem zwischen proprietärer Software und offener Software sehen, die ist sehr gut gemacht, kann ich jedem nur ins Herz legen. Aber wem darf man denn jetzt einen Vorwurf machen an der aktuellen Situation, die wir uns momentan befinden? Oder gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Gehen wir mal 20 Jahre zurück. 20 Jahre zurück, ja klar, Linux, gerade erst mein zartes Pflänzchen. Offene Software, ich meine, alles um Richard Stallman und die FSF herum ist halt gerade erst so richtig in die Gänge gekommen langsam. Damals gab es im Prinzip nur proprietäre Hersteller. Ja, also es war einfach eine Welt, wo man gesagt hat, hier, ich biete ein Produkt, das kostet zu viel, aber wie es gemacht ist, interessiert dich nicht. Und das haben halt immer mehr Leute gesagt, naja, man hat ja Vorteile in der Open-Source-Bewegung. Ja, also man hat ja Vorteile davon, Open-Source einzusetzen. Und mittlerweile, um das gleich mal vorab zu sagen, Microsoft ist ja selbst kein Unternehmen mehr, was rein alles in Closed-Source macht. Nehmen wir zum Beispiel Fabric UI. Weiß jemand, was Fabric UI ist? Fabric UI ist das komplette grafische Kit, wenn man so will, was verwendet wird für Office 365. Wo letztendlich dargestellt wird, ob da die Kontakte jetzt so aussehen, ob die Kalender jetzt gewisse Fonts einsetzen, CSS und so weiter. Das ist das Kit, was verwendet wird. Und Office 365, wissen wir alle, ist ihr großes Baby, mit dem sie auch momentan sehr viel Geld machen. Es ist auch ein Produkt, was definitiv konkurrenzfähig ist, sonst wäre es nicht da. Also letztendlich Fabric UI aber allerdings ist im Grunde genommen komplett unter einer Open Source License, nämlich der MIT License, sogar einer sehr guten License, die halt jetzt nicht so wahnsinnig restriktiv ist. Es gibt zwar gewisse Assets, ja, Fonts zum Beispiel, wo sie gesagt haben, okay, die Fonts, das sind unsere, so die klassischen Arial, Times New Roman und den ganzen Spaß, die sind nach wie vor noch unter der Lizenz, aber generell gesprochen, selbst Microsoft hat den Schuss gehört, die Azure Cloud zum Beispiel, das Cloud-Angebot von Microsoft besteht zu 82% aus Linux-Systemen, nicht Windows. Also die haben mittlerweile gemerkt, naja, alles Open Source, alles Closed Source ist vielleicht auch nicht eine gute Idee. Aber zurück zu dem Thema, kann man Microsoft einen Vorwurf machen? Nein, weil sie sind ein Unternehmen, das einfach finanzielle Interessen verfolgt. Sie schreiben gute Produkte, ihr Weg ist es zu sagen, wir wollen die Codes, die wir machen, die haben wir uns hart erarbeitet, die wollen wir nicht freigeben und wir wollen uns sozusagen unsere eigene Konkurrenz nicht erziehen. Ist ein Modell. Ist definitiv ein Modell, wie eine Firma laufen kann. Eine Gesellschaft, das wäre vielleicht nicht unbedingt so der Wahnsinn, wenn jeder sozusagen geschlossen durch die Welt gehen würde und nicht offen mit anderen reden könnte. Den Bund, können wir dem Bund einen Vorwurf machen aus dieser Situation, eine Viertelmilliarde in 5 Jahren auszugeben? Ja und nein. Die Realität ist, der Bund hat in vielerlei Hinsicht alle möglichen Aufgaben. Also Sie kennen es, oder Sie können das vielleicht jetzt Stück für Stück raus eruieren aus dem, was ich sage. Ich bin relativ regierungsnah unterwegs. Ich betreue unter anderem Bundestag und Bundeskanzleramt. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes als mit Politikern zu tun, um ehrlich zu sein. Aber die Realität ist die, dass der Bund an sich, es gibt Fälle, wo schlichtweg kein Weg an Windows vorbeikommt, also wo man an Microsoft Windows nicht vorbeikommt, weil es teilweise Produkte gibt, die werden nur für diese Plattform geschrieben. Und die Produkte, die für nur ausschließlich Windows geschrieben werden, ja, da braucht man halt Windows dafür. Ist halt einfach Realität. Wine hin oder her, manches geht schlichtweg nicht. Aber es gibt sehr wohl Fälle, in denen einfach schlichtweg kein Windows gebraucht wird. Ein Beispiel dazu, auch wenn Sie wieder zurückgegangen sind, aber das ist leider Politik, ist das Außenministerium. Das war komplett ausschließlich auf Linux basiert.
Aber Politik hat leider oftmals nur eine Halbwertszeit von 4 Jahren. Die Leute werden dann immer wieder rotiert. Und man kann zum Beispiel auch an der Stadt München sehen, was Politik bedeutet. Auch wenn Limux als Projekt wirklich sehr gut gelaufen ist, das zeigen alle Zahlen, das zeigen auch die Verantwortlichen, teilweise auch wirklich sehr viele Mitarbeiter. Es ist einfach die Realität, es ist insgesamt eigentlich ein Erfolg gewesen, nur die Politik, da mache ich sogar einen Fingerzeig auf die SPD, hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Und komischerweise war ja auch die Microsoft-Zentrale nicht mehr in, ich weiß nicht, Unterschleißheim oder Oberföhring, sondern jetzt München. Also es ist halt Politik. Ja, und kann man dem Bürger vielleicht auch eine Verantwortung geben? Ja, ich bin mir sicher, hier beim Linux-Infotag, hier haben wir Leute, die alle interessiert sind in Linux. Also im Endeffekt spreche ich jetzt im Prinzip zu den Leuten, die bereits bekehrt sind, will ich jetzt mal sagen. Die Realität ist allerdings, wie viele Leute kennen Sie vielleicht in Ihrer näheren Umgebung, die einfach daheim sich sagen, hey, ich habe das Notebook jetzt gekauft, da ist halt jetzt schon Windows drauf, ich habe da ein Office drauf geknallt, das tut ja genauso. Es hat schon auch ein bisschen was mit Überzeugung zu tun. Ja, man kann auch mittlerweile, Gott sei Dank, gewisse Modelle auch teilweise mit FreeDOS und auch teilweise mit Linux. Tuxedo ist ein gutes Beispiel, die aus Königsbrunn kommen. Also es gibt die Möglichkeiten. Die hat es früher nicht so gut gegeben. Man muss aber doch auch das Angebot annehmen. Wenn man also ein Angebot nicht annimmt, was existiert, dann ist es klar, dass das Angebot auch irgendwann verschwindet. Von daher, man kann dem Bürger oder dem allgemeinen Bürger in der Hinsicht schon einen Vorwurf machen, dass man auch zum Beispiel die Politik nicht in die Verantwortung nimmt. Es gibt zu wenige Leute, die sagen, wieso von einem hart verdienten, sauren Geld muss ich, sage ich jetzt mal, pauschal 40 Cent, 50 Cent auf die Seite für jeden Euro, den ich verdiene, legen, der an die Steuern geht und davon geht ein nicht unerheblicher Teil an ein Unternehmen, nur damit ihr sozusagen mit einer Lösung arbeitet, die man auch viel günstiger machen könnte. Das ist so, wie man sagen würde, naja, wir können ja auch die Autobahn so bauen, aber wir könnten sie auch für die Hälfte bauen, aber wir machen es trotzdem so, weil wir uns nicht fürchten müssen. Kommen wir gleich dazu. Also wie gesagt, das Problem ist nicht auf die Politik beschränkt. Ja, das Problem ist, dass wir generell als Menschen insgesamt betrachtet, ich nenne es jetzt einfach mal als Herde, suchen wir uns oftmals leider einen bequemeren Weg. Und es ist nun mal so, der Primus auf dem Markt ist in vielen Fällen Microsoft. Ich habe ein Betriebssystem, ich habe eine Office Suite, ich habe jeden Blödsinn von Microsoft, wenn ich will. Ich habe Server Services, ob das ein Exchange Server ist, ein Web Server, den ich haben will. Ich kann alle möglichen Produktivitätssachen nehmen, ein OneNote, was auch immer. Ich werde jetzt die Palette hier nicht aufzeichnen. Aber letztendlich, wir entscheiden uns oftmals als Menschen generell gesprochen zu sagen, hey, wir nehmen doch einfach den bequemen Weg. Und das ist leider oftmals die Realität. Und viele wissen es auch gar nicht, dass es wirklich wertvolle Alternativen gibt. Wobei ich aber dann dazu sagen muss, wenn es jemand in IT ist, dann hat er nichts mehr verloren, weil er hat den Schuss nicht mehr gehört. Also mittlerweile weiß man ja schon, was Open Source ist. Aber die Realität ist, die wissen es zwar, ignorieren es allerdings. Und das ist eine sehr traurige Realität. Was ich auch sehr viel gesehen habe, Copano, da komme ich später drauf zu, viele Leute, zum Beispiel IT-Entscheider, ich hab mehrere Unternehmen kennengelernt, wo tatsächlich der Eigentümer des Unternehmens auch gleichzeitig derjenige ist, der IT-Entscheider ist. Die sind komischerweise echt offen dafür. Naja, ich müsste jetzt hier mal so 250.000 ausgeben, nur damit ich die Lizenzen für die nächsten 3 Jahre abgedeckt habe. Gibt es Alternativen? Wenn er der Eigentümer ist, sie glauben nicht, wie die Rate da ist, sich nach Alternativen umzusetzen, anstatt dass sie irgendeinen Beamten haben, der sagt, ja gut, ich habe halt die Beschäftigungsanforderungen, hier bitteschön, ist halt leider so, kostet halt leider so viel. Also wir müssen uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Denn auch wenn man jetzt im öffentlichen Dienst ist oder wenn man auch in einer öffentlichen Institution wie eine Uni, eine FH oder sonst irgendetwas ist, es geht auch schließlich doch irgendwie doch indirekt um ihr eigenes Geld. Ich will jetzt nicht Microsoft abschaffen, aber ich will einfach mal Microsoft hat gute Produkte, keine Frage. Und es gibt Einsatzzwecke, wo es gut ist. Aber es wäre toll, wenn es ein bisschen ein Gleichgewicht gäbe. Was ist die Grundursache für die aktuelle Situation? Kennt jemand FUD? Je. Also Fear, Uncertainty and Doubt ist ein uralter Terminus. Geht bis in die 20er Jahre zurück. Im Militärbereich kennt man es, in der Politik erst recht. Fear, Uncertainty and Doubt ist im Prinzip genau das, warum zum Beispiel brutal gesagt Trump neben den Russen, aber ich bin sehr politisch, wie Sie merken,
Das ist der Grund, warum wir uns auch leicht steuern lassen. Wir können selten als Menschen, das beweisen mehrere Studien in der Psychologie, wir lassen uns viel mehr von Angst beeinflussen, als wir uns von guten Gefühlen beeinflussen lassen. Und wenn Fear ist ja letztendlich die Übersetzung für Angst, Uncertainty, Ungewissheit, und Doubt ist Zweifel. Und die Kombination aus den drei lassen sich marketingtechnisch extrem super ausnutzen. Es hat sich aus diesem Fear, Uncertainty and Doubt aus den 20er Jahren, der erste, der es in der IT-Sprache adaptiert hat, war IBM. Nobody gets fired for buying IBM. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von Ihnen kennt diesen Spruch. Und genauso gibt es auch den Spruch, nobody gets fired for buying Microsoft. Und das ist die Marktstrategie, die wir verfolgen, einfach Marktanteile zu haben. Je mehr Marktanteile ich habe, desto mehr läuft es von selber. Und alle anderen, um Gottes Willen, und die soll das ja interoperieren, also das wird ja nie funktionieren, und die wissen ja gar nicht, was ist. Das ist ein junges Projekt, um Gottes Willen. Hey, ich habe so viele Ausreden gehört, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich aber dann anschaut, wie viele tolle Schnittstellen an Microsoft Office zur Verfügung steht, dann kann einem schon ab und zu das Würgen hochkommen. Also letztendlich immer, und das ist das Wichtige, wenn man zum Beispiel eigentlich seinen Standpunkt darstellen will, dass man erkennt, naja, die Argumentationslinien, die anderen fahren, gerade die proprietären Hersteller, und da gehört zum Beispiel auch Oracle dazu, ja, ist auch ganz schlimm in der Datenbankwelt. Es gibt ja keine Alternativen zu Oracle. Ja, was ist Postgres? Was ist MySQL? Es ist einfach, man muss einfach die Augen öffnen und es annehmen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Kontrolle der Daten. Denn es gibt ja jetzt momentan nicht nur die eine Verschiebung, dass wir sagen, wir haben die generelle, also die Open Source versus Closed Source, sondern wir haben immer mehr Datensilos. Und dieser Begriff Datensilo ist wirklich wichtig, weil es sind Silos. Nur weil ich einen Zapfhahn an einem Silo habe, weil ich es sozusagen anzapfen kann, heißt nicht, dass es kein Silo ist. Facebook ist ein gutes Beispiel, Microsoft selbst ist auch ein gutes Beispiel. Das sind alles Datensilos. Und da können die noch so viel über APIs hin und her quasseln, sie verteilen ihre Daten, Dropbox und so weiter. Die Problematik dabei ist, dass die Angebote immer weiter in die Richtung gehen. Office 2019, welches dieses Jahr noch rauskommen soll, wird die letzte Standalone-Version von Microsoft sein. Steht dick und fett auf dem Blog von MSDN Developer, also vom MSDN Office Abteilung. Das bedeutet, Office 2019 wird noch die letzte Chance sein, in der man sagen kann, ich möchte ein Office haben, ohne dass ich ein Cloud-Konto habe. Indem ich selbst die Kontrolle darüber habe, wie meine Daten oder wie ich auf meine Daten, auf die ich zugreifen möchte, Word-Dokumente, Excel-Dokumente, was auch immer, zugreifen möchte. Ab der nächsten Version, Sie hatten es ja schon versucht für 2019, hat nicht geklappt, aber ab der nächsten Version haben Sie klipp und klar gesagt, nein, alles Office 365. Und auch selbst das Herankommen an Office 2019 ist extrem schwer. Das schaffen tatsächlich fast nur Regierungsstellen. Also die Daten sind letztendlich, und da wollte ich eigentlich den Schulterschluss haben, die Daten, die Sie generieren, tagtäglich. Ich meine, ich war früher, um ehrlich zu sein, ein bisschen naiver. Ich habe selbst gesagt, naja, wer nichts zu verheimlichen hat, mein Gott, ist mir doch wurscht. Ja, also ich werde ja da nicht irgendwelche wichtigen Sachen, ich habe selbst ein Patent angemeldet, also mein Patent hätte ich da nicht geschrieben, ja, ist auch klar. Aber ich war früher naiver in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ich habe nichts zu verstecken. Die Realität ist, nur weil Sie nichts zu verstecken haben, heißt es nicht, dass es Teile aus Ihrem Leben, Beispiel Facebook etc., Social Media gibt, aber auch aus Ihrer Arbeit heraus, dass es nicht Punkte gibt, die man Ihnen, ich nenne es mal, anders drehen kann, und zwar ganz anders aus dem Kontext gezogen. Ihre Daten sind wichtig, auch wenn es Ihnen vielleicht nicht so bewusst ist. Deswegen fängt als Alternative immer Nummer 1 ein, Alternativen. Wenn ich weiß, dieses Produkt existiert, sollte ich mich erstmal nach Alternativen schlau machen. Und die gibt es. Ich will das explizit sagen, die gibt es. Und zwar für jedes Feld. Ich habe mal tatsächlich den Spaß gemacht, es tut mir leid, ich habe es nicht grafisch aufbereitet, ich habe mir den Spaß gemacht, eine Vergleichbarkeit zu der gesamten Microsoft-Produktpalette zu machen. Just for kicks. Es gibt für jedes Microsoft-Produkt gibt es ein Alternativprodukt, was man tatsächlich nutzen kann. Die Verheiratung dieser jeweiligen Produkte ist nicht immer ideal, das ist richtig, aber es gibt auch für Adobe zum Beispiel absolut tolle Produkte. Es gibt Designer, tolle Grafikdesigner,
von denen ich wirklich halte, wo ich sage, wow, das sieht spitze aus. Die sagen hier, pff, ja, ist mein Job. Dann frage ich, ja, kannst du sowas in GIMP auch? Dann sage ich, nee, ich kenne nur Photoshop. Ist so, die kennen Photoshop und das können die bedienen wie nochmal was. GIMP haben sie noch nicht wirklich angefasst, haben auch keine Zeit dazu. Ja, Grafiker sind immer schwer beschäftigt. Also letztendlich einfach mal nicht faul sein. Und wirklich, man kann sich ja auch, wenn man ein IT-Entscheider ist, ja, dann sagt man, hey, ihr seid der Anbieter, sucht man sich eine Lösung raus und sagt, vielleicht ist ja dahinter eine Foundation, vielleicht gibt es ja eine Firma dahinter oder jemand, der Support dafür bietet. Mal einfach fragen, hey Leute, könnt ihr mal kommen? Wir würden uns das gerne mal anschauen. Könnt ihr euch einfach mal vorstellen? Das sind echt nette Leute drunter. Also man kann es auch einfach mal ausnutzen. Die kommen auch gerne. Das zweite ist einfach Vorteile. Ich spreche jetzt, ich habe sehr viel gesprochen von dem, was man sagt, einfach nur Alternativen. Es gibt aber tatsächlich in der Free-Software-Welt, gibt es tatsächlich auch Lösungen, die besser sind als proprietäre Software. Der Linux-Kernel ist nach meiner Überzeugung nach der beste Beweis dafür. Es gibt kein Softwareprodukt auf der Welt, was so major ist, im Sinne von wie viele Mannjahre da reingeflossen sind, wie viele Module das abdeckt, wie viele Plattformen da reinlaufen. Ist alles Open Source. Also es gibt auch definitiv bessere Open Source Software als proprietäre. Nur weil kein Preisschild dran hängt, und da kommen wir as in free speech and not as in free beer, nur weil kein Preisschild dran hängt, heißt nicht, das ist wertlos. Was glauben Sie, ich kann mich an ein Event erinnern, vor 8 Jahren. Mein aktueller, ich sag mal, Management, ja, er ist auch persönlich mein Freund, Helmut Neuberger. Super Typ, Open Sourceler, der ist seit 30 Jahren in IT. Der hat sich den Spaß gemacht, auf einem unserer House-Events einfach mal ein Che Guevara-T-Shirt anzuziehen und so, Viva la Revolution. Ja, weil wir haben unter anderem in dem Jahr, das ist jetzt 8 Jahre her, haben wir im Bundestag Copano eingeführt. Und da kommen so Stories zusammen, da geht man unterwegs, geht man in die Politik und die Besten sind tatsächlich CDU-CSU. Ihr seid ja doch die ganzen, Sozialisten. Ja, die Open Source sind alles Sozialisten. Weil alles muss ja gleich und jeder hat das Gleiche und so weiter. Die Politik hat es teilweise einfach noch nicht gerafft. Also deswegen, nur weil etwas kostenlos ist, heißt nicht, dass es wertlos ist. Solchen Leuten das beizubringen, ist sehr wichtig. Und ich appelliere an jeden, der Open Source verstanden hat, das auch zu tun. Denn die meisten haben es immer noch nicht verstanden. Weil wenn es ja umsonst ist, kann es ja nicht gut sein. Deswegen ausprobieren, Erfahrungen teilen, Erfahrungen tauschen. Selbst wenn es nur ein anderer ist, wo man einfach sagt, hey, hast du das schon gesehen? Hast du damit schon was gemacht? Diese Erfahrung, alleine schon den einen das weitergegeben zu haben, kann erstens mal sehr toll sein für sich selbst. Andererseits kann es auch sein, selbst wenn man es nie wieder jemand anders erzählt, der könnte ja wiederum Blut geleckt haben und es wiederum anderen weiter. So funktioniert das. Also letztendlich, es fängt immer mit der Alternative draus an. Was für Resultate haben wir? Und zwar harte Fakten, Kostenersparnisse definitiv. Das heißt, es ist nicht auf einmal umsonst. Nur weil die Stadt München Linux eingeführt hat, heißt es nicht, dass die nichts mehr für irgendwas Office-mäßiges. Die haben viel Geld zahlen müssen, weil sie einige Sachen umentwickelt haben. Und Linux als Projekt, als Softwareprojekt an sich, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Aber es sind viele Leute gewesen, die halt einfach auch ihre Gehälter haben, weil von Luft und Liebe alleine leben ist ein bisschen schwer. Also letztendlich, da sind sehr viele Entwicklungsleistungen reingeflossen, die Stadt München bezahlt hat. Aber diese Leistungen, die sie wiederum gemacht haben, Linux als Softwareprojekt an sich, fließen wiederum in mehreren anderen Verwaltungen auch mit rein. Zum Beispiel die Stadt Barcelona hat tatsächlich von Linux einiges profitiert. Weitere Verbesserung des Ökosystems. Was vielen auch nicht bewusst ist, Open Source ist ja auch ein Wirtschaftstreiber. Alle möglichen Komponenten, die Sie heute in einem Auto sehen, stehen tatsächlich zu 80% unter einer Open-Source-Lizenz. Also der Kernel oftmals ist unter einer freien Lizenz, teilweise auch das GTK oder Rendering, also verschiedene Rendering-Bibliotheken, die für die Autonavigation verwendet werden, so wie zum Beispiel von Continental, die es wiederum für BMW und so weiter macht. Das Ganze hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Ich fördere ein Ökosystem, anstatt dass ich individuelle Firmen, die meines Erachtens die weit über das Ziel hinausschießen, letztendlich kann ich die fördern, also das gesamte Ökosystem anstatt derer.
keine Fremdkontrolle der Daten. Ja, die Fremdkontrolle der Daten muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Weil nur weil man Open Source einsetzt, heißt es nicht, dass man auch gleichzeitig eine erhöhte Datensicherheit hat. Ja, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel der Leak, der von der Amazon passiert ist, weil einfach die Leute in die Cloud Sachen reingeschoben haben und über 11 Petabyte an Daten auf einmal offen da lagen. Gehaltsabrechnungen, Patente, alles Mögliche. Also das ist kein Garant, aber ich habe zumindest selbst die Kontrolle, aber auch dementsprechend auch die Eigenverantwortung. Wenn meine Daten leaken, weil Microsoft einen Blödsinn gemacht hat, ja, dann könnte ich theoretisch Microsoft in den Arsch treten. Das hat übrigens der Bund versucht. Ich möchte nur an den Bundestags-Hack erinnern. Wenn selbst der Bundestag gegenüber einer Microsoft nichts ausrichten kann, dann wissen wir, sie haben keine Kontrolle darüber. Dann haben wir bedarfsorientierte Implementationen. Linux ist auch da wieder ein Beispiel. Ich kann Open Source genauso hinbiegen, wie ich will. Hat jemand von Ihnen mal versucht, ein Microsoft-Ticket aufzumachen? Okay, können Sie was dazu sagen? Ich habe 3 Monate gekämpft, um einen Button bekommen, den ich gefunden habe. Das ist 3 Monate und ist, nach 3 Monaten kam ein Fix raus? Nein, Sie haben dann gesagt, in Windows 10 wollen Sie jetzt dann den Bug beheben. Haben Sie es? Gemeldet habe ich ihn, glaube ich, 2009. Ich habe es aber noch nicht kontrolliert. Haben Sie es gefixt? Ich habe es noch nicht kontrolliert. Okay, Sie haben es noch nicht kontrolliert, jetzt. Okay, also letztendlich ein Bug, der vor 9 Jahren eingereicht worden ist, der vielleicht möglicherweise gefixt worden ist. Wenn Sie stattdessen vielleicht ein Produkt von jemand anders genommen hätten und gesagt hätten, pass auf, das ist ein Bug, der mich stört, hätte es vielleicht zwar auch Geld gekostet, Sie hätten aber in erster Linie keine Lizenzkosten gezahlt, aber auf der anderen Seite hätte man diesen Bug orientiert, also zielorientiert lösen können. Und genauso funktioniert das letztendlich. Also ich kann bedarfsorientiert arbeiten. So funktioniert übrigens auch der Linux-Kernel. Die Linux-Kernel sagt, ich habe hier ein super tolles Gerät und ich möchte dafür einen Treiber geschrieben bekommen. Dann wird dafür ein Treiber geschrieben und der geht dann mainline. Genauso ist es aber auch in aller möglichen Office-Anwendungen. Ja. Also da gibt es tausende von Beispielen, die sprengen alle die Zeit. Ich glaube, ich habe sie eh schon gesprengt. Interoperabilität durch Schaffung von Schnittstellen. APIs sind in Open Source definitiv weiter verbreitet, als wie es in proprietärer Software ist. Und einfach echte Freiheit. Also ich kann es nicht anders formulieren. Echte Freiheit heißt einfach, die Wahl zu haben. Wenn ich heute Bock auf ein Microsoft Office habe, dann nehme ich es, okay. Wenn ich heute aber Bock auf ein LibreOffice habe, dann nutze ich das oder vielleicht ein OnlyOffice etc. etc. Es gibt mehrere Anbieter. Man wählt halt einfach, man sollte nach dem gehen, was ist das Beste für den Job, den ich lösen möchte. Das ist genauso wie ein Maurer sagt, ich brauche den Hammer und nicht den normalen Hammer für den Nagel. Man muss einfach danach gehen. Ein Beispiel, was ich auch hier hochbringen will, und damit habe ich jeden Politiker überzeugt gekriegt. Ich habe jeden Politiker, den ich kenne, diese Frage gestellt. Und da waren auch Minister dabei. Und ich habe die gefragt, ob sie Wikipedia toll finden. Jeder beantwortet diese Frage klipp und klar mit Ja. Weil Wikipedia toll ist. Freies Wissen. In der Gesellschaft, der Verteilung. Jeder weiß Bescheid. Habe ich gefragt, ja, was ist mit den ganzen Encyclopedia Britannica und den ganzen Bertelsmann-Lexika, die es früher gab? Naja, die haben halt die Zeit nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Und genauso sieht es auch mit Open Source Software aus. Und diese freie Software gibt uns letztendlich als Gesellschaft die Möglichkeit, das zu tun und das zu implementieren, was wir wollen. Und es ist einfach kein politisches oder kein direktes, nicht politisch, privates Interesse dahinter. Deswegen ist es auch heute sehr wichtig zu verstehen, es gab noch nie eine so hohe Betriebssystemagnostizität wie heute. Betriebssystemagnostizität bedeutet, es sind viel weniger, prozentual gesehen, Leute heute an Microsoft Windows gefesselt, als wie sie früher waren. Früher gab es de facto nur Windows. Sind wir uns ganz ehrlich, auf dem Client hat doch kein Mensch irgendwas anderes gesehen außer Windows. Ja, außer halt die Geeks, die jetzt hier wahrscheinlich auch mit dabei sind. Die Realität ist einfach, heute gibt es Android und auch iOS. Und die Leute haben gemerkt, hey, anders geht ja auch. Und sie sind zumindest ein bisschen mehr offener für andere Dinge. Und dadurch, dass diese Öffnung stattfindet, kann man das auch auf Linux anwenden. Und das findet tatsächlich statt. Es gibt ein großes Beispiel, die Fiducia, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist letztendlich das Backend der Volksbanken, Raiffeisenbanken. Die haben früher sind die mit der GAD fusioniert und da gab es 2 Konkurrenzprojekte, das eine hieß Bank24 und das andere habe ich vergessen, aber letztendlich ihr Ziel war es,
in der gesamten Bank zu sagen, ich möchte komplett auf Linux als Client-Betriebssystem zu setzen. Sie sind teilweise zurückgewichen, aber sie haben es in vielerlei Hinsicht noch in Einsatz. Also die Verfügbarkeit und Auswahl von Open-Source-Lösungen generell ist definitiv besser denn je. Wir haben die Unabhängigkeit und insgesamt haben wir auch viel mehr ITler heutzutage. Gott sei Dank. Wir haben zwar einen Fachkräftemangel, der zum Himmel schreit, aber es gibt in Summe immer noch genügend Leute. Also es gibt in Summe einfach viel mehr Leute, als wie es früher war. Also heute damit anfangen, nicht erst morgen. Wie ich gesagt habe, es geht nicht immer. Ja, es gibt gewisse Umgebungen, die sind hart verdrahtet. Es gibt Softwarelösungen, die müssen eingesetzt werden, für die es tatsächlich Spezialfälle gibt, für die es keine anderen Anwendungen gibt. Und der Hersteller hat nicht das Geld, die Ressourcen oder sonst irgendetwas, diese Softwarelösung von Ihnen zu portieren. Das heißt, es geht nicht immer. Aber nach meiner Überzeugung nach und nach meiner Erfahrung nach 90%. Und wer den Spruch von Oliver Kahn noch kennt, man braucht halt Eier. Eier, wir brauchen Eier. Das ist das, was man braucht. Man muss einfach mal auch sich was wagen, es trauen, es sich versuchen. Gerade IT-Entscheider, wie ich gesagt habe, nobody gets fired for buying Microsoft. Einfach mal ausprobieren, einfach mal ein Projekt riskieren und zu sagen, okay, pass auf. Und es auch mit dem Vorgesetzten klären und sagen, ich versuche hier eine alternative Lösung zu machen, die besser zu uns passt, die vielleicht wirtschaftlicher ist, aber die vielleicht nicht so bekannt ist. Und Sie würden staunen, wie viele von diesen Projekten wirklich angenommen und akzeptiert werden und auch erfolgreich laufen. Nach meiner Erfahrung nach sogar über ein Jahrzehnt. Open Source Software in öffentlichen Einrichtungen ist eine tolle Wikipedia-Seite, da können Sie sich ein bisschen davon überzeugen. Ist ein Wechsel wirklich möglich? Naja, bin ja nicht nur ich als Dude, der hier vorne spielt und das erzählt, es sind ja ganz viele Leute. Also die Stadt Barcelona ist gewechselt, Microsoft selbst setzt viel Open Source ein. Und sogar verschiedene Studien auch von der EU belegen, hey, Open Source steht auf einem ganz anderen Standfuß, als wie es 2010 war. Also das heißt, es ist jetzt langsam aber sicher durchgesickert, dass es hier nicht um 0 Euro versus 100 Euro geht, sondern Mentalität versus Mentalität. Ja, ich habe halt einfach die Wahl. Und das ist das, was entscheidend ist. Also ein Wechsel ist möglich und ist nachgewiesen. Auch der zum Beispiel die Bundescloud jetzt wird auf Basis von Nextcloud gemacht. Ich weiß nicht, wer kennt Nextcloud? Wer kennt OwnCloud? Wer hat Nextcloud im Einsatz? Also einige. Wissen Sie, wer als Firma hinter Nextcloud steht? Frank Kalicek ist keine Firma, aber ich würde mal sagen, er ist der CEO. Ja? Frank Kalicek ist ja heute übrigens da. Weißt du es? Okay, gut. Frank Kalicek ist der CEO und die Firma Nextcloud GmbH und ist für den Hintergrund nochmal gesagt, die Nextcloud hat ihren Sitz in Stuttgart, direkt neben der Struktur AG. Es sind nette Leute, es sind Top-Leute, Joost Potvliet und so weiter. Also es gibt verschiedene tolle Leute dort. Es freut mich wahnsinnig, wenn ich sehe, hey, kein Dropbox, kein Google Drive, sondern ein Anbieter, der wirklich auch durch Leistung gesagt hat, hier ist mein Produkt, es kann mehr und es kann auch nachweislich mehr. Also es gibt Alternativen. Dann kommt jetzt noch Werbeeinblendung. Ich bin ja, wie ich vorhin eingangs erklärt habe, bei Copano als Chefarchitekt unterwegs. Wir haben letztendlich eine Kommunikationslösung. Ja? Kommunikationslösung, wer kennt Exchange? Auch einige, ja. Also das ist eine Alternative für Exchange und mehr sogar. Also wenn man es dann zählt, Skype for Business und so weiter. Wir haben auch mit Mattermost einen kompletten ChatOps, eine komplette ChatOps-Lösung mit integriert. So kann ein toller Stack auch aussehen, der nicht Microsoft Office 365 heißt. Wenn Sie es interessiert, schauen Sie es einfach an, können mir Fragen stellen. Ich bin kein Werbefuzzi, deswegen ich spreche eher für die Sache an sich, als jetzt für ein einzelnes Produkt. Aber es ist wirklich toll. Ich bin sehr stolz auf unser Team. Wir sind international aufgestellt, weltweit, muss man sagen. Und ich habe ja schon ein paar Referenzen durchblicken lassen. Also wir haben nachweisbar viele Umgebungen, die auf Microsoft Exchange extrem fokussiert waren, komplett rübergeholt. Wir reden hier nicht 5 User, wir reden hier nicht 500 User. Wir reden hier Umgebungen teilweise mit 250.000 User. Also das heißt, es geht wirklich von 5 User los. Der ganze Spaß ist 100% AGPL. Man kann damit machen, was man will.
Es gibt auch Community Builds, jeder kann es sich runterladen, selbst aufbauen, sogar auf einem Raspberry Pi. Wobei ich glaube, die ARM-Builder sind gerade aus, aber es geht auf jeden Fall. Und, aber es, grundsätzlich ist es komplett Open Source, Sie können damit tun und lassen, was Sie wollen. Wenn Sie Fragen haben, es gibt auch ein Forum. Kleiner Tipp noch, Beispielquelle für Alternativen. Ich werde dann oftmals die Frage gestellt, ja, wo finde ich Alternativen? Wenn Google dann eingibt, Office-Alternative, dann kriegt man ganz viel News, gibt man ganz viel, was weiß ich was. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Diese Seite kann ich wirklich ans Herz legen, weil die ist echt nett gemacht. Wenn man sagen kann, ich habe jetzt, ich gebe Microsoft Office ein, sag, dann zeigt er, hier sind die Alternativen zu Microsoft Office und kann auch noch auswählen, unter welcher Lizenz. Möchte ich sie Open Source, proprietär, wie auch immer. Das ist schön gemacht und kann ich nur jemand ans Herz legen. Genau, also was nehmen wir mit? Ausprobieren, teilen, mitmachen. Nur so wird es immer besser und nur so kann man auch irgendwann einmal einen Politiker überzeugen davon, dass es nicht sinnvoll ist, eine 250.000 für ein Nutzungsrecht für eine Software auszugeben, wohingegen er diese Software nicht kontrollieren kann. Genau, vielen Dank. Irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage. Also nachdem Sie ja offensichtlich nahe in der Politik sind, wie sieht es die Politik, wenn ab 2019 das Office-Paket also nur noch irgendwie cloudfähig funktioniert? Geht ja noch Daten? Die 2019 wird ja noch gehen. Ja, noch geht es ja, aber ab dem Zeitpunkt. Weil das Problem ist ja datenschutzrechtlich, also auch wenn wir gerade hier sprechen, neues Datenschutzrecht, sehe ich das ja problematisch. Also das wäre das Aus für Microsoft, also zwangsläufig, also wenn man es konsequent durchgeht. Wenn man das wie in einem Fußballspiel sehen würde, dann könnte man sagen, man spielt gegen eine Mannschaft, die gut trainiert ist. Microsoft sind keine Vollpfosten drin. Natürlich schauen die auch, was die Datenschutzgrundverordnung etc. alles vorschreibt und was die ganzen Datenschützer und Bund, vor allem der Bundesdatenschützer oder die Bundesdatenschützerin vorgibt. Letztendlich gibt es ja Methodiken, wo sie sagen, hey, ihr hostet dafür anstatt eure Sachen bei irgendeinem IT-Dienstleister des Bundes. Das geht ja auch. Es gibt ja auch die Alternative, die berühmte Telekom Cloud, die letztendlich nichts anderes als wie eine Office 365 versteckt in Frankfurt ist, die man sich ja auch holen kann. Also die Problematik ist, dass sie einfach sagen, naja, ich muss vielleicht meine Sachen nach Frankfurt ziehen, aber Frankfurt ist ja deutsch, also kann ich das ja auch da hinlegen und da habe ich kein Problem damit. Das ist das, womit momentan agiert wird. Die Realität ist nur, wir wissen es alle, das ist sozusagen dieses Anfüttern und die Realität sieht oftmals leider anders aus. Die Politik ist sich tatsächlich überhaupt nicht einig, was das angeht. Ja, wenn man die Zahlen zum Beispiel, die ich Ihnen gezeigt habe, das war tatsächlich ein Mitarbeiter des Bundestags, Viktor, ich habe seinen Namen vergessen, ist auf jeden Fall von der Linksfraktion. Der hat diese Anfrage gestellt an den Bund und hat auch diese Antwort letztendlich. Diese Zahlen sind ja wirklich öffentlich. Das ist nichts Geheimnisvolles, was ich da zeige. Also die Linken sind tatsächlich so, dass sie sagen, ja, wir könnten vielleicht ein bisschen besser, was unseren Haushaltsplan angeht, agieren. Die Grünen übrigens ebenfalls. Die Grünen sind auch relativ offen für Open Source. Ich will jetzt da jetzt nicht alle durchgehen, ja, weil sonst stelle ich jemanden an Pranger. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine Überzeugungsthematik ist. Sie können sich selbst vorstellen, dass gerade die Parteien, die relativ wirtschaftsnah sind, sich auch sehr leicht oder eher dem Lobbyismus ausgesetzt sind. Sind wir ganz ehrlich. Also es ist schwierig. Es sind halt die Meinungen, die alle zusammenzuführen sind. Aber Schwarz-Rot ist halt einfach sehr nah an der Wirtschaft dran. Meines Erachtens zu nah. Und dementsprechend sind die auch fast schon blockiert von dem ganzen Strom, der halt einfach da existiert. Sie werden belagert. Es gibt aber halt nicht so viele Open-Source-Leute. Ein Gegenbeispiel, was ich nennen möchte. Kennt jemand von Ihnen Jan Wildebohr? Jan Wildebohr ist jemand, wo ich sagen muss, wir sind nicht unbedingt immer einer Meinung, aber er ist jemand, der tatsächlich politisch auftritt. Ja, bis hin zur EU, für Red Hat nebenbei gesagt. Ich bin kein Red Hat-Fan, aber er macht einen guten Job. Georg Zoche oder es gibt verschiedene Leute. Ja. Es gibt Georg Greve zum Beispiel. Das ist jemand, wo man sagen muss, wenn es einen Georg Greve nicht gegeben hätte, dann hätten wir in Europa ziemlich alt ausgesehen. Weil der hat sich für freie Standards und freie Software als Gründer der FSFE stark gemacht dafür, dass überhaupt zum Beispiel eine Browserwahl existierte. Also letztendlich ist es ein andauernder Kampf. Man kann nicht per se sagen, die sehen das so und die sehen das so. Es gibt 5 Millionen Meinungen, die sie alle überlagern müssen. Ich versuche nur eigentlich diese Meinung
dieser ethischen, meiner Überzeugung nach, ethischen besseren Haltung auch für eine Gesellschaft, auch von der Wirtschaftlichkeit her, für die Politik möglichst anzuwenden. Evangelist halt. Noch Fragen? Hast du eine Idee, wie die Community sich entwickelt, an Programmierern, die aktiv beitragen in Deutschland seit 2007? Was da zu einem Hochlauf gegeben? Insgesamt betrachtet, immer mehr. Insgesamt wird es immer mehr. Man sieht es, egal in welcher Community man schaut. Entwickler-Communities gibt es viel mehr wie früher. Auch Sprachen. Das ist ja auch das andere Problem. Also in Open Source ist nicht alles perfekt, weil es gibt da auch sehr viele Leute, die dann sagen, ich kann alles viel besser und ich habe die Freiheit. Freiheit ist ja auch ein Instrument, mit dem man umgehen muss. Wo ich zum Beispiel absolut dagegen bin, ist es, dass man sagt, man macht jetzt noch eine Programmiersprache und noch eine Programmiersprache und noch eine Programmiersprache. Man könnte vielleicht ja die, die schon seit Jahrzehnten da sind, mit neuen Standards verbessern. Ja, also C++ ist das lebende Beispiel. Ja, C++ vor 20 Jahren und heute C++ 2011, 2017 und die nächsten Standards. Es ist nicht mehr zu vergleichen. Stattdessen macht man dann Go und Rust und was weiß ich was. Die haben auch schon ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber ich finde es halt schade, dass nicht nur bei Programmiersprachen, sondern bei Produkten insgesamt es auch gleichzeitig weniger gebündelt wird. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel der Linux-Desktop insgesamt betrachtet an Verbreitung nicht so durchgebrochen ist. Es gibt halt eine KDE-Community, es gibt eine GNOME-Community, dann gibt es halt noch Enlightenment und dann gibt es noch XFCE und so weiter. Die sind alle für sich ganz nett. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte oder wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich sagen, hey Leute, findet euch doch alle mal zusammen, hackt mal 3 Monate an einem Ding rum und dann machen wir das zu unserem Haupt-Desktop und dann werden es die Leute auch nutzen. Es ist halt die Kehrseite. Aber die Realität ist insgesamt betrachtet definitiv mehr Open Source denn je. Also es ist schon in der Gesellschaft angekommen, ja, wie es definitiv vor 20 Jahren nicht so ist. Die Frage ist halt nur, wir haben einen starken Gegner, wenn man das mal so sieht. Ja, also nicht Microsoft, sondern die proprietäre Szene generell. Und diese Freiheit sozusagen, die wollen die uns natürlich auch nicht leicht machen, nennen wir es mal so. Also insgesamt definitiv, der Trend ist gut. Ja, in anderen Ländern, zum Beispiel in Europa, ich habe den Film übrigens gesehen, Italien in Rom, ja. In Helsinki, in Barcelona, ja. Überall geht was, aber nur nicht in Deutschland, komischerweise. Das ist schon seltsam. Ja, ich bin kein Politexperte, ich kriege nur Politik sehr viel mit. Aber die Realität ist die, dass wir halt eine, also nach meiner Überzeugung ist, wie gesagt, alles sehr subjektiv. Ich spreche hier nicht für Copano, sondern für mich selbst. Das, was ich mitbekomme, ist halt einfach dieses klassische Nobody gets fired for buying Microsoft. Deutschland ist halt ein wesentlich konservativeres Land, als wir jetzt, sage ich mal, ein progressives Skandinavien generell gesprochen. Ja? Ich wünschte mir, es wäre anders, aber damit muss man halt auch umgehen. Aber das ist auch diese grundsätzliche Geschichte. Man kann sehr wohl mit Argumenten Leute dazu bewegen, Open Source einzusetzen. Es ist ja nicht so, dass es sagt, ja, nimmt das, was umsonst ist. Es geht zwar die Hälfte nicht, aber es wird schon reichen. Wie ich ausgeführt habe, es geht halt auch viel mehr. Aber dazu muss man sich halt auch trauen und auch einfach ein bisschen progressiver sein und zu sagen, okay, 9 von 10 Leuten nutzen Microsoft. Ich versuche hier etwas anderes einzusetzen, weil ich die Überzeugung bin, dass es besser zu uns passt. Und das ist, finde ich, man muss die Cojones haben, wie man so schön sagt. Alternative2.net. Ja, bitte. Ich habe eine Frage bezüglich der Kompatibilität bzw. die Problematik sehe ich immer, dass eben aufgrund der Übermacht der proprietären Software dann die Übernahme von einem Excel-Sheet, von einem Word-Dokument in Open Source einfach Probleme bereitet und damit viele dann eine Zurückhaltung äußern, weil sie vielleicht auch in der Firma gebunden sind in proprietäre Software und sagen, ja, schön und gut, aber ich komme zum Schluss nicht weiter, weil ich auf meiner Home-Maschine nicht eine Präsentation vorbereiten kann auf Impress oder was weiß ich, die ich dann am nächsten Tag konkret in Microsoft nicht mehr rüberbringe. Ich habe dafür tatsächlich eine Analogie. Die Daten, die man sich generiert, oder sagen wir mal, ich habe 5 Jahre lang Microsoft Word verwendet und habe einfach das DocX-Format verwendet. Also, oder selbst wenn ich das, OOXML-Format verwendet habe. Das ist schon mal XML, es ist von der Spezifikation her grundsätzlich frei, wurde ja auch von LibreOffice implementiert. Aber die Realität ist nun mal die, man hat sich auf etwas eingeschossen.
wo ich dann einfach sage, naja, sagen wir jetzt mal, ich bin bei einem Autohändler, Marke A, Marke B. Und ich war die Marke A 5 Jahre gewohnt. Dann kann ich, wenn ich mich für Marke B entscheide, nicht auf einmal sagen, ja, warum ist das Bedienfeld da jetzt links anders? Warum hat der den Spiegel etwas tiefer? Ich habe mich darauf eingelassen, dass ich eine Veränderung vorgenommen habe. Und erstaunlicherweise sind wir als Menschen meiner Überzeugung nach sehr bereitwillig, eine solche Entscheidung zu machen. Wir sagen halt einfach 4 Räder, 2 Spiegel, passt schon. Ja? Aber wir sagen nicht so ungefähr, naja, okay, das Bedienelement ist vielleicht da. Wir sind zu faul, was das angeht, zu sagen, der Computer muss ja das für uns machen. Ja, Schmarrn, ich muss ja trotz alledem das Ding bedienen. Das heißt, im Endeffekt, was die Leute versuchen, ist einfach zu sagen, naja, ich würde jetzt gerne auf den BMW wechseln, aber ich erwarte, dass der BMW aber bitte dieselbe Ausstattung, dasselbe Layout und alles genauso hat wie bei Mercedes. Weil ansonsten kann ich kein BMW fahren. Und das ist die Realität. Also man muss sich schon ein bisschen öffnen und sagen, ich probiere es mal aus. Die Datenkonvertierung, auf die Sie sprechen, das ist halt ein Problem, wo wirklich nur offene Standards helfen. Das ist auch ein, meiner Überzeugung nach, Teil von Open Source. Open Source heißt zwar nur offener Quellcode, aber offene Standards sind auch wichtig. Weil nur mit offenen Standards kann ich auch dafür sorgen, dass Interoperabilität möglich ist. Und das geht ja heute auch schon. Also ich sage es mal ganz ehrlich, jetzt dieses Beispiel, diese Präsentationsvorlage, die ich da habe, das ist tatsächlich ein PPTX, aber die funktioniert unter LibreOffice genauso. Ja? Es kommt dann natürlich auf das Datenformat oder wie die Datei erstellt worden ist. Es gibt halt nun mal Feature-Unterschiede. Das ist Realität. Und da ist vielleicht der Knopf links und der andere rechts. Der eine hat F5, der andere F8. Deswegen kann ich nur sagen, versuch doch einfach mal, stattdessen nicht einfach zu sagen, ich muss unbedingt den Daimler in einen BMW quetschen, sondern ich versuche halt einfach zu sehen, ob mir der BMW mit seinem Layout vielleicht doch besser gefällt. Und das ist sehr oft der Fall, weil es ist vielleicht woanders zu finden, es ist vielleicht ein bisschen anders zu bedienen, aber in Realität ist es so, dass die Feature-Unterschiede doch relativ marginal sind. Die Bedienung ist halt oftmals unterschiedlich. Und Linux ist auch teilweise gegenüber Windows jetzt gesprochen, natürlich eine ganz andere Welt. Ja? Vorher kannten die Leute C-Laufwerk und D-Laufwerk und E-Laufwerk und jetzt ist halt Home und Var und keine Ahnung. Also es ist halt anders. Ja? Aber man muss sich halt darauf einlassen. Also Interoperabilität ist wichtig. Vielleicht noch, Entschuldigung, ich labere hier zu viel, aber eine letzte Sache, die ich noch gerne anbringen möchte, vielleicht die ich auch immer wieder FOSDEM und so weiter verteile. Wenn jemand hier tatsächlich am Open-Source-Projekt teilnimmt, möchte ich ihm, wenn er Software schreibt, daran erinnern, dass es so etwas wie eine LFS gibt. Diese LVS, Entschuldigung, jetzt bin ich da. Entschuldigung, es gibt einen Standard, der definiert, was opt, was var, was home, ne? Wie heißt es denn? Wie bitte? LVS dann, okay, gut, ich habe jetzt die Abbreviation, genau. Bitte. Genau, danke. Also das wäre mir ein großes, würde ich sehr dankbar sein, wenn sich einfach die Entwickler dann halten würden. Weil es ist immer wieder ätzend zu sehen, Distribution 1 verwendet das eine und das andere. 8 Minuten drüber oder habe ich noch 8 Minuten? Nee, noch 8. Ha, noch 8 Minuten, sehr gut. Bitte. Ich sehe nur ein Problem, wo es garantieren solche Dinge. Ah, Gewährleistung. Ich kaufe mir einen Rechner, ja. Und jetzt nicht gerade den von Tuxedo, sondern ich schaue, also günstiger ist irgendeiner von Consumer, Mediamarkt und Co. gekauft. Ja. Und dann war der Windows 10 oder wie auch immer drauf. Und dann habe ich halt mal auf die Idee, ich tue jetzt da Ubuntu drauf. Mhm. Und plötzlich war dann die Auflösung nicht mehr so wie vorher im Prospekt geschrieben, sondern eine sehr schlechtere Auflösung. Mhm. Da gehe ich natürlich mit meinem Rechner wieder zum Mediamarkt rein und sage, ah, tolles Gerät und so weiter, bloß die Auflösung weiß nicht. Sobald ihr merkt, da ist ja jetzt Linux drauf, interessiert denn das mit Garantie gar nicht. Es ist ein schwieriger Fall, tatsächlich. Oder ich installiere es, ja. Und da schließe ich da im Handbuch nach, wenn ich WLAN habe, dann habe ich dieses Lämpchen blau. Dann schaue ich, das funktioniert im Bereich, so frei, solange Windows drauf ist. Mhm. Und jetzt mit Linux leuchtet da plötzlich dieses Lämpchen nicht mehr, wenn obwohl WLAN nicht überprüfen und lauter solche Dinge. Das Problem ist hier wie folgt. Hardware und Software sind getrennt. Weil der Hersteller, bei dem Sie jetzt sagen, weil Sie gehen zum Mediamarkt und Sie kaufen Sie ein Lenovo. Lenovo gibt Ihnen Garantie fürs Notebook. Keine Frage. Aber er gibt Ihnen nicht Garantie für Windows 10. Wenn Sie also mit Windows 10 ein Problem haben oder Gewährleistung mit Windows 10 haben, müssen Sie zu Microsoft. Das sind zwei Dinge, die... Ich kann nicht immer zum Händler gehen.
Und auch der Mediamarkt ist, haben wir die mit dem Renner auch das Windows 10 verkauft. Also wird er mein Garantieanspruch auch da angenommen. Er kann nicht sagen, es ist ja mit Lenovo auch so, der sagt ja auch, das ist leider. Sondern der kümmert sich ja auch. Also mit Windows hatte ich noch nie ein Problem, ja, wenn da was nicht ging. Das liegt aber an der Treiberunterstützung, sehen Sie? Die Realität ist die, Sie können von einem Mediamarkt nicht erwarten, dass der sagt, dieses Gerät, was ich verkaufe, schon mit diesem Softwareprodukt zusammen, die beiden sind miteinander und mit den beiden funktioniert es zusammen. Sie haben sie als eines gekauft. Wenn Sie einen Teil der Gleichung streichen und durch etwas anderes ersetzen, dann muss der Händler sagen, naja, ich gebe dir natürlich Gewährleistung auf dieses Bundle, sage ich mal. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute einfach sagen, ich packe ein Windows mit drauf und kein FreeDOS oder sonst irgendetwas. Sondern ich weiß, mit Windows funktioniert das Gerät. Das wird auch vom Hersteller, der ja nicht Mediamarkt ist, sondern Lenovo oder wer auch immer. Und damit kann er die Gewährleistung bieten. Stellen Sie sich mal vor, es würde jetzt halt auf einmal der Mediamarkt übernehmen müssen, die komplette Gewährleistung des Gerätes, weil dann kommt der Nächste, der sagt, ich habe hier OpenBSD drauf, NetBSD, die würden wahrscheinlich wunderbar drauf laufen, aber vielleicht das Feature A, B, C würde halt nicht so toll sein. Klassisches Beispiel, ja? Ich bin ein Lenovo-Fanboy seit der ersten Stunde und seit ich denken kann, seit ich Lenovo einsetze oder ThinkPad vorher, ja? Also IBM, seit ich diese Dinge einsetze, war es immer ein Kampf. Ich habe mir teilweise selber Treiber geschrieben, damit die halt halbwegs wirklich damit laufen, so wie ich es wollte. Wenn Sie heute ein Notebook nehmen, out of the box, Windows drauf installieren, out of the box ich bin ein OpenSUSE-Mensch, also ein OpenSUSE installiere, dann habe ich definitiv mit einem Windows-Laptop 2 Stunden mehr Energie, mehr Akku. Ich bin viel unterwegs, für mich ist es viel, 2 Stunden. Also dementsprechend ist es so, dass ich dann auch sage, ja, woher kommt das? Weil halt einfach die Treiber, die Hersteller nach wie vor immer nach dem Primus gehen. Ich schreibe doch meine Treiber zuerst mal für die dominierende Plattform und vielleicht dann irgendwann auch für die anderen. Intel zum Beispiel muss man da ein bisschen in Schutz nehmen, die könnten sich zwar schon auch verbessern, ja, aber sie sind so, dass sie wirklich schon in die Richtung gehen. Es gibt andere Hersteller, so Nvidia, wo ja ganz berühmt Linus mal so seinen Mittelfinger in die Kamera gereckt hat und gesagt hat, also Nvidia, das ist doof, was ihr macht. Ja? Also das hat etwas mit Treiberunterstützung zu tun. Sie kaufen ein Gerät mit einer Ausstattung. Und Sie wollen jetzt Ausstattung verändern und sagen, naja, das Gerät geht nimmer. Und das ist eine Sache, wo es schwierig ist. Also ich bin kein Rechtsanwalt, ich kann es nicht sagen, wie es rechtlich genau ist, aber ich kann zumindest die Sicht von dem Händler kann ich sehr wohl verstehen. Ja, das Problem ist, ich hätte gerne diese Garantie. Dann müssen muss Sie ich dann zur Firma Ubuntu gehen und da ist es schlecht, da habt ihr eigentlich den Geld. Gibt es tatsächlich? Also ist es auch schlecht, dass ich da Gewährleistung gebe. Es gibt tatsächlich auch solche Möglichkeiten. Tuxedo ist ein gutes Beispiel. Tuxedo ist ein perfektes Beispiel, weil die genau das machen. Die sagen halt, wir bündeln das halt entweder mit unserem Linux, die haben ja so ein eigenes Spin-off gemacht, ich weiß es nicht genau, aber die haben auf jeden Fall ein eigenes Spin-off und dann können sie sagen, die Ubuntu geht auch und was weiß ich was. Das kann man sich sogar in Konfigurator zusammen machen. Dann muss man halt vielleicht einen Wechsel vornehmen und sagen, okay, dann verzichte ich halt auf diesen Hersteller und dann gehe ich lieber auf den. Angebot und Nachfrage kann sehr viel bewirken. Der Einzelne vielleicht nicht, aber das sind vielleicht hier nicht nur Sie, der so denkt. Also das ist die einzige Alternative, die mir einfallen würde. Bitte. Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Internethändlern gemacht, die haben den WDOS installiert, einfach weil sie testen müssen. Mhm. Sie übernehmen die Garantie für die Hardware und was ich dann an Linux drauf packe, ist denen eigentlich egal. Mhm. Und bis jetzt hatte ich keine Probleme mit Garantie. Okay. Ich immer auch, wenn irgendwas ausfindet. Es geht selten was kaputt heute, okay. Aber es hat immer geklappt. Aber die Treiberunterstützung ist vielleicht nicht unbedingt gegeben. Ja. Aber es ist nochmal. Die Treiberunterstützung ist aber dennoch in vielen Fällen leider immer noch so. Also, wenn man hier so eine Logo hat, die funktionieren heute sehr gut. Ja. Besser als früher, aber immer noch nicht perfekt. Wir haben eine Familie, die sehr gut gehen. Ja. Wir haben welche draußen stehen. Mhm. Also es gibt eine Menge inzwischen. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie sich hier auch die Händler sich darauf einstellen, dass man eine Linux hat. Genau. Ja. Nicht alle leider. Nicht alle. Ja. Gerade hier der Primus, Lenovo. Das ist das Einzige, was ich an denen kritisiere. Heute kann man immer noch nicht konfigurieren. Ich möchte nur zum Beispiel Mediamarkt nicht. Die bündeln das und die verdienen darüber ihr Geld. Deswegen stimmt das, was Sie sagten, wenn man das dann trennt, was sollen die da noch an Garantie leisten? Ja. Das geht einfach nicht. Ja. 3 Minuten habe ich noch, glaube ich. 2, 3 Minuten. Noch irgendwas? Keine 2 mehr. Was? Keine 2 mehr. Keine 2 mehr. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack.
Dankeschön.